Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video. Heute präsentiere ich euch das Mediabook zu Dracula und seine Bräute. Ja, endlich habe ich es ein bisschen länger gedauert. Ich hatte es mal in einem anderen Shop einfach nur in den Warenkorb gelegt und nicht bestellt, total vergessen. Und dann musste ich es mir bei einer anderen Seite bestellen. Es hat einfach ein bisschen länger gedauert, bis es zu mir eingetrudelt ist. Nun ist es hier und ich freue mich tierisch auch über dieses Mediabook. Ja, Dracula und seine Bräute ist sozusagen die Fortsetzung zu Dracula. Und ich hoffe ja, dass jetzt die ganzen anderen Dracula-Filme, bitte Anolis, mach das, als Mediabook auch rauskommen. Das wäre so richtig geil, genial. Da stimmen mir bestimmt auch manche andere auch dazu. Und aber heute geht es ja um Dracula und seine Bräute. Und packen wir mal das gute Stück aus. Ja, ich habe mir Cover A besorgt, weil ich finde Cover irgendwie geil. Cover B war auch richtig gut. Das war das Original-Cover wie schon immer, aber irgendwie hat das zu mir besser gepasst. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie mehr, dieses Cover. Und machen wir mal hier die Folie weg. Schwupp. Dann haben wir wieder erstmal den Flyer, ne? Wie immer. Und hinten ist schon wieder abgebildet, kommt als nächstes Schock. Verstehe jetzt zwar nicht, weil letztes Mal war schon hier in Kürze ebenfalls Frankensteins Höllenmonster. Warum das jetzt nicht vor Schock kommt, weiß ich nicht. War da vielleicht ein Fehler oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es im Januar raus. Welches Mediabook ich dann nun nehmen werde, ich glaube, ich werde die dunklere Variante wahrscheinlich nehmen. Sonst wüsste ich eigentlich nicht, welche oder die. Ist schwierig, ist schwierig. Ist wahrscheinlich wieder so ein spontan Ding, was ich dann nehme für ein Cover. Werdet ihr dann in meinem Video sehen. Ja, dann kommen wir hauptsächlich wieder zu dem Mediabook, das wieder richtig geil ausschaut, wie die anderen gestaltet sind. In dieser Art Lederhaptik finde ich richtig geil. Es ist richtig cool, passt auch perfekt zu dieser Reihe. Dann haben wir hier noch den Spine da, ne? Und dann haben wir hier auch noch ein kein Backmotiv, sondern einfach die ganzen Informations, wie es halt immer ist bei den Mediabooks, was ich eigentlich auch richtig gut finde. Haben wir jede Menge Sachen, wie ihr sehen könnt. Ja, schauen wir mal innen rein. Da haben wir ein Motiv und dann haben wir hier ein paar, ein Plakat und wie zuvor halt die ganzen Informations. Passt richtig gut. Haben sie richtig geil gemacht. Sowas liebe ich. So muss ein Mediabook gestaltet sein und nicht anders. Für den Preis und nur eine Blu-ray drin ist es, finde ich, top. Da macht Anolis das richtig. Und man sieht ja auch, die Erstlings-Mediabooks sind ja eigentlich schon richtig gut vergriffen. Und man kann echt Arschgeld dafür hinlegen, um die noch zu bekommen. Siehe mich, Depp, bei Das grüne Blut der Dämonen. Auf jeden Fall muss ich echt sagen, dieses ist noch, glaube ich, mehr Seiten, oder? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr vor, aber naja, kann auch täuschen. Schaut auf jeden Fall richtig gut aus. Ich habe auch gehört, es soll jetzt die beste Veröffentlichung sein, weltweit, von diesem Film. Und ja, ich bin gespannt, den anzuschauen. Und hier haben wir jetzt die Blu-ray. Dahinter ist natürlich nichts. Und ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Mediabook hat euch gefallen. Wie gesagt, der Film ist top. Kann ich jedem Versprecher, kann ich jedem Horrorfan empfehlen. Und jeden Hammer Studios Classics Fan auch. Auf jeden Fall, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.